Wie sie einfach schon loslachen. Gibtest du das war ausgemacht. Aber nun gut, egal. Servus Leute, willkommen zu einem neuen Projekt oder Longplay, wie auch immer. Für das Zockersofa. Und ihr hört natürlich, dass ich nicht alleine da bin. Moin Leute. Moin. Ja, wer seid ihr? Stellt euch mal vor. Ich ja. Merkt man natürlich, wie unglaublich professionell. Aber ich bin's, der Troy. Sorry, ich mach ihn nochmal. Vor allem, ich weiß gar nicht. Nein, lass das drin, bitte. Ich weiß gar nicht, warum dieser Lachflash ist, aber nun gut. Ja, WhatsApp. So, machen wir mal. So. Hey, lass das drin, bitte. Ich spiele ja schon lange. Ich weiß. Ja! Toll, dieses Spiel ist für mich nicht blind, ich kenne es, also nicht wundern. Mich ist es blind. Au! Ja. Du bist irgendwie schlecht. Ja, weil ich jetzt schon lange nicht mehr gespielt habe, weil unser NES kaputt gegangen ist. Aber ich stelle. Oh, Apfel, danke. Was ist da zu erklären? Wir sind. Scheiße! Wir sind ein Höhlenmensch, der Joe heißt, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und wir müssen ein paar Höhlenfrauen befreien, wie das üblich ist damals in der Steinzeit. Aber das ist absolut witzig. Verschwinde. Vor allem dieser Höhlenmensch. Shit. Dieser Höhlenmensch macht ein richtig geiles Gesicht, wenn man getroffen wird. Ja. Seid ihr noch da? Ja. Ja. Ja, nicht. Ja, dann gib mal ein bisschen einen Senf dazu, weil. Man kann also, ja nicht wissen. Mayonnaise. Hahaha. Ja, und was mal, ich kenn das Spiel nicht. So mal als Erklärung, wir wollten schon zigtausend andere Spiele aufnehmen, aber heute geht den ganzen Tag alles schief. Nicht. Denn wir haben zuerst dieses, wie heißt das Spiel mit dem Büro noch schnell? One Late Night. Ja, wir haben One Late Night aufgenommen, eine Folge, die ging. Dann haben wir versucht, ein Together zu machen. Das ging in die Hose. Habe ich versucht, Dragon Ball Z aufzunehmen, ging in die Hose. Habe ich versucht, Eve aufzunehmen, ging in die Hose. Dann haben wir noch was aber versucht aufzunehmen. Ja lang. Was? Ich bezweifle, dass du das Egal. Spiel Eve kennst, aber. Eve doch. IB. Ja. Das göttlich. Kennst du das? Ein Wunder. Ja, natürlich. Wenigstens einer. Das ist doch kennt. Da das Indie-Game. Indie. Das ist es Indie? Ich weiß gar nicht. Bist du da das Mädchen? Ja, RPG Maker Game. Ja, ja, genau. Das Spiel, das du talkst, ist so richtig lame. Was? Ich bin lame? Ja, dann spiel das Spiel mal selber, dann werden wir sehen, wer hier lame ist. Oh, Apfel. So. Aber nur gut, ich finde, dass ich. Was ist das überhaupt für ein Rauschen die ganze Zeit? Troy, bist du das? Was? Nein. Was war denn das sonst? Ich hab keine Ahnung. Ja. Was hast du, Troy? Ihr habt euch verschworen gegen mich. Gibt es zu. Nein. Ich bin auf deiner Seite. Ja, klar doch. Ja, sonst heißt es wieder, ich bin Rassist. Ja, bist du ja auch. Gegen Österreicher. Ja, gegen. Nein. Die Österreicher, die mag ich. Ja, sicher. Ich hab was gegen Chinesen. Gegen Chinesen? Ja! Und Troy lacht die ganze Zeit wie bekloppt herum und ich hab keine Ahnung warum. Ja, lach nicht, ja. Sag mal, warum du überhaupt lachst. Ja, Troy, gib dein Senf dazu. Ja, der lacht einfach nur rum und macht gar nichts. Macht er doch immer. Ja, er lacht sich selber aus, da kann ich gut verstehen. So, Level 1 completed, jetzt gehen wir zu Stage 2. Ich glaube, ich werde die Aufnahme gleich wieder beenden und warten, bis du zu Ende gelacht hast. Hey! Bitte nicht, das musst du drauf lassen. Oder schick mir die Datei wenigstens dann. Was? Von dem Spiel? Ja, also von dem Lachfleisch die ganze Zeit. Nein, lad das einfach aus, das ist wenigstens lustig, Mann. Ja, sowieso, aber... Oh nein, lauter Störungen. Sowas hasse ich, wenn das vorkommt. Was? So eine... Shit! Das ist jetzt ganz allein deine Schuld, wer auch immer das jetzt war. Auf jeden Fall war es nicht ich. Was? Ja, was ist passiert? Wegen diesem Sound gerade eben bin ich ins Wasser gefallen. Troy? Das warst du. Riesenpflanze, die mich fressen will. So ganz nebenbei, ich hab das Rad, das ist hier die zweitbeste Waffe. Ich bin irgendwie gar nicht am Zuschauen. Ja, und warum nicht?
Shit! Warum nehme ich das dann überhaupt auf? Doch, ich schaue zu. Das ja, war ja. Das hat einen Witz. Mhm. Shit, verdammter. So ganz nebenbei, hey, wenn dieses Teil mich erwischt, das ist Instant Death. Was heißt das? Sofortiger Tod. Geil. Geil, sagt er. Du lachst uns aus, weil wir nicht wissen, was ein Camper ist, aber du weißt nicht, was ein Instant Death ist. Ja. Ich weiß. Hey, okay. Was ich sagen wollte, dieses Spiel ist nicht blind für mich und jetzt... Joi, hör auf! Wenn du schon wieder damit anfängst, dann kann ich gleich beenden. Denn solche Störsound, den will ich überhaupt nicht in meinem Video. Und da kann ja, da kann ich ganz schön böse werden. Ja, du Onkel. Und das zu Recht? Ja, immerhin können die Leute das ja sehen im Slenderman, also. Ja, dann mach ich's halt nicht, aber du musst es dafür auch hochladen. Was, das? Ja. Ja, das wird sowieso hochgeladen. Allerdings nur dann, wenn keine Störsounds und so weiter sind. Weil etwas, was stört, das werde ich zu Recht auch nicht hochladen, weil es die Zuschauer auch stört. Shit! Mann! Ich stell mich hier an. Kannst du glauben, dass ich früher in diesem Spiel auch richtig gut war? Ich bin der Frog. Und so. Wer ist das jetzt schon wieder? Troy, das ist Troy. Und ich denke... Vielleicht könntest du mir ja hier die Penis in mein Sack. So, weiter geht's nach dieser Störung. Troy ist eine Störung. Okay, jetzt schau ich nicht mehr, jetzt schau ich sogar zu. Ja, er unterstützt mich nicht, ich fehle hier und er macht mir. Ich schau von etwa 15 Meter aus zu. Von 15 Meter? Wo bist denn du bitte? Das ist die Frage. Ich bin in meinem Bett. In deinem Bett. Sarkasmus an. Du hast ein 15 Meter langes Zimmer. Ja? Oder Wohnung. Wieso du nicht? Wer hat schon ein 15 Meter langes Zimmer? Ja, wer nicht, ne? Alle. Ja, du nicht. Alle haben ein 15 Meter Zimmer. Ich sag nur Sarkasmus on. Ja. Das... So, was ich jetzt sagen wollte, nach diesen ganzen Störungen. Nämlich, haben wir ja heute versucht, die ganze Zeit was aufzunehmen. Level 2. Scheiße. Gesundheit. Das ist kein Isa, es ist ein Husten. Ich habe irgendwas im Hals. Nämlich, ich wünsche dir trotzdem eine Gesundheit. Nämlich haben wir heute ja zigtausend Versuche gemacht von wegen Aufnahme und so. Und ja, das Together ist nichts geworden, Dragon Ball Z ist nichts geworden und zigtausend Probleme. Deswegen muss ich jetzt zu dieser Notlösung hier greifen. Ah! Scheißdreck. So. Jetzt haben wir hier so ein Mega-Biest. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Wahrscheinlich eine Schlange. Oder? Was meint ihr, was das sein soll? Das ist nichts geworden. Ja. Ach, Scheißdreck. Ja! Einfach wie wild ballern und jetzt kommt er wieder oben. Und er killt mich. Kevin, du Schwanzlutsche. So. Hey. Kevin, du Schwanzlutsche. Schon wieder so ein Störsound? Nö, das war ich jetzt gerade, Kevin, du Schwanzlutsche. Deswegen ja. Oh Mann, wie dieses Video gerade so wird, wie ich alles verachte. Ja, dieses Video... das ist in, Mann, das ist in. Nicht so Demotivation bei jedem Video. Was? Ich bin doch nicht demotivierend, oder? Ja, nicht du, aber meine und alle anderen. Ja, genau so wird das Video hier jetzt auch. Wie? Ich meine, ich bin zwar motivierend und alles, aber... Ich bin irgendwie nach 6-7 Stunden nicht mehr motiviert. Ja. Als jetzt 7 Stunden nicht mehr gegangen ist. Na dann, viel Spaß, da musst du dir unbedingt ein zukünftiges Projekt von mir ansehen, welches ich schon komplett aufgenommen habe, aber noch nicht hochgeladen, weil... Onkel Wolf ist ein guter Junge. Weil es noch nicht an der Zeit ist. Das heißt nämlich Rosenkreuz-Stilette Krollschwert. Und da hast du richtig was zu gucken. Weil das würde dich definitiv demotivieren. Das Spiel ist komisch. Das hier. Ja, aber auch irgendwie. Nein. Das ist das Rosenkreuz. Rosenkreuz-Stilette. Genau. Ein Wunder, jemand mal, der das Spiel kennt. Ich kenn doch alles. Voll der Pro. Nein, hier. Nicht ganz. Voll der Pro so. Und Troy kennt gar nichts. Was? Troy kann auch nichts. Er kennt nichts. Ja gut, er kennt nichts und er kann nichts. Das passt wenigstens zusammen. Passt zusammen. Ich weiß nicht, was ein Camper ist.
Ja, du weißt, dafür weißt du nicht, was ein Instant Death ist. Vor allem, ich sehe gerade, ich habe gerade mal 10 Minuten und das Spiel ist schon wieder fast vorbei. Scheiße. Was mache ich, wenn ich das Spiel beendet habe? Dann ist der Part vorbei. Das ist aber dämlich, wenn ich da nur ein 15 Minuten Video habe. Wieso, reicht doch? Nee, Sonic habe ich 40 Minuten gemacht, sogar noch länger. Aber nun gut. Okay. Läuft bei ihm, ne? Ja, aber dieses Spiel... Er nimmt einfach mal 40 Minuten auf, lädt es in 3 Minuten hoch und bam. Ich nehme 40 Minuten hoch, lädt es für 600 Minuten hoch, bam. Ich lade es in 3 Minuten hoch, was willst du für ein Irrer? Ja, dann hat 2 Minuten, ne? Nee, für 40 Minuten brauche ich ungefähr eine halbe Stunde. Läuft bei dir. Für 40 Minuten habe ich, keine Ahnung. Ich habe auch schon 4 Stunden Videos. 85 Tage oder so. Ich habe auch schon scheiße 4 Stunden Videos gemacht. Und die. Wie lange gingen die? Und die einfach gecuttet oder alles? Alles. In einmal hoch. I love Captain alles America. Alles in einmal natürlich. Aber die haben nicht so lange gebraucht. Das ist nicht viel. Nee, das waren Pokémon Training. Die sind aber nicht auf. Da! Shit! Die sind aber nicht auf öffentlich, sondern auf nicht gelistet. Okay. Weil das ist quasi nur als Beweis, dass ich nicht schummel. Dass du trainiert hast. Oh nein! Was, oh nein? Ich schalte den Ton aus, Tron. Ja. Das kommt hier alles im, das kommt hier alles im Video. Und ist alles also, total du bist so unprofessionell wieder mal. Ja. Ist doch zum Kotzen. Zum Kotzen! Also Leute, richtet euch an Troy, der mir hier das Video versaut. Ja. Nein, richtet euch an Troy, der das Video hier mal ein bisschen because I'm happy macht. Das ist Copyright-geschützt. Ja, ja. Ja, aber sowas von. Das war jetzt ich, Mann. Nein, das war Pharrell Williams oder wie der Typ heißt. Ich hab's gesungen. Hast du ja, gar du kannst nicht singen. Ja, und keiner kann singen. Das ist alles nur Gekrächze. Ihr seid so. Das ist. Was ist denn das? Scheiße. Ihr habt nur Scheiße in eurem Köpfen. Na und? Du hast Scheiße in deinem Mund. Jetzt haben wir das in unseren Köpfen. Und ich sehe gerade, das Spiel ist fast vorbei. Geil. Geil, sagt er. Jetzt, das hier ist der vorletzte Endgegner, wenn ich mich nicht irre. Also ich bin geil. Du nee, Genossen nicht. Productions sind geil. So, mein Gameplay hier ist auch geil. Nein, ist es nicht. Nee, nee. Spiel nur du das. Der Inhalt. Ich will jetzt, dass du das spielst und dann werden wir sehen. Das Spiel? Ja, dieses Spiel hier. Dieses Spiel ist verpixelter und schlechtere Grafik als Flappy Bird, also Mund. Ja, ja, ja. Das sind Probleme. Ja, ich glaube, das verpixelste Game ist immer noch Minecraft. Das sind Klassiker. Minecraft ist total scheiße. Das muss nicht. Retro ist geil. Ja, Minecraft ist aber nicht geil, denn ich bin mal dazu gezwungen worden, das zu spielen. Und, gezwungen worden? Wie kann man dazu gezwungen werden? Ja, das ist so eine Sache, weil ich etwas testen musste. Wette verloren. Nee. Alkohol, du böser Geist, auch wenn du mich zu Boden reißt, ich kotze dich aus und leg mich nieder, ich weiß genau, ich sauf dich wieder. Zum Glück bin ich straight edge. Und zum Glück bin ich geskillt. Bist du grad wild mit einem Mädel am Schmusen und sie sagt, sie hat's gern von dem Busen, hol ihn raus, lass dich nicht lang bitten, nimm den Schnupf und von ihren Titten. Nicht angebracht. Wer anderen ein Dönerbrät hat, wahrscheinlich der Gerät. Ja, nur schlechte Witze. Wer anderen eine Bratwurst brät hat, meist ein Bratwurst-Bratgerät. Nee, ein Griller reicht auch. Zum Beispiel. So, Spiel ist vorbei. Rira, Robel, wenn nicht schnupft, ist ein Double. Spiel ist vorbei, unter 15 Minuten, geil. Fick dich, Donner, leck mich doch am Sack. Du Arschloch, kannst mich gar nicht, ich hab mein Stopftabak. So. Guck, da ist das Spiel fertig. Congratulations. Und die Aufnahme für nix. Ja, leider. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich heimlich in Garten scheiß. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt hochladen soll. Doch, nein. Hey, dann schickst du mir die Datei und ich lass hoch. Ja, nein. Wenn ich das Spiel spiele.
Ja, egal, lass einfach hoch, Mann. Ja. Troi, das lädt uns ausgesehen, als wären wir fuhren dumm Mensch. Dann tu es auf privat und ich will einfach die Datei. Dann lade ich es halt. Nee, scheiß drauf, ich lade es einfach hoch. Es ist zwar nicht es ist zwar nicht so das Projekt, was ich mir jetzt eigentlich vorgestellt hatte, aber bei so einem Scheiß, was heute passiert ist, von wegen Technik funktioniert nicht und so. Da ist das ohnehin. Okay. Dafür kommt ein über einen Scheiß. Dafür gibt's ein geiles Sprichwort. Lieber Geschwister, die älter sind, als Eltern, die Geschwister sind. Bier macht dick, rauchen krank, ich bin Bibi, Gott sei Dank. Tja, noch irgendwelche Abschlussworte? Ja, ein Inder ohne Topf, Schwiener Schnitzer ohne Schluck. Ah. Wart, Junge sei mutig, Junge sei stark. Fick ohne Gummi, spart dir die Mark. Der Junge war mutig, der Junge war stark, nun zahlt er jeden Monat 800 Mark. Irgendwelche guten Abschlussworte noch? Ja, das Leben ist, ey, das, ey, Troy, jetzt halt die Klappe mal. Ey, wartet, liebe Zuschauer. Ja. Das Leben ist hart. Es hat es noch niemand überlebt. Please. Wir entschuldigen. Love is the next sex is aufdringliche the Schwafel von Troy. Also, nur mal so ganz nebenbei, tut uns leid für das, was Troy in diesem Video macht. Ich griff, gift, ich dort, ich schlaf und schlaf. Ich glaube, ich schneide deine Tuschbeufe einfach raus, so. Ja. Nee, geht leider nicht, das ist das wenn Problem. Wenn Mögli, dann Vögli, wenn's geht, der Staats, wenn nicht, ist blöd. Nun gut, damit wir dieses Horrorteil jetzt endlich hinter uns bringen. Nein. Das kannst du nicht hochladen. Doch, Mann. Bis zum nächsten Mal, Pferdeich. Ciao, Pferdeich.